Kochen mit Ursula und den Heißluftofen. Tolle leckere Rezepte, schonendes Garn, Kalorien sparen. Erfahr alles zum Heißluftofen. Klicke hier und abonniere meinen Kanal und verpasse keine Tipps von mir. So, Hackfleisch, das sind jetzt 400 Gramm Hackfleisch. Das Ganze wird jetzt gewürzt. Auch mit Chili-Gewürz. Dann haben wir Salz. Dann mein Kurkuma, was ich mir in diese abgefüllt habe. So kann ich ihn besser dosieren. So, noch weißer Pfeffer. Das kannst du so würzen, wie du das möchtest. So, dann habe ich hier noch eine Zwiebel, die ich klein gewürfelt hatte. Die kommt da rein. Und dazu ein Ei. Und das Ganze wird jetzt gut verrührt. So, hier hatte ich ja das Hackfleisch zubereitet. Und jetzt habe ich hier noch eine Spitzpaprika. So, und die schneide ich jetzt komplett der Länge lang durch. Jetzt entferne ich noch die Kerne. So, das war schon das meiste getan. Und in meine Ninja-Auflaufform. Da kommen die jetzt rein. Mit meinem Hackfleisch, was ich jetzt da einfülle. Drückst also richtig schön gut unten rein. So, jetzt wird die zweite noch gefüllt. Fertig. Das kommt jetzt bei 180 Grad für 15 Minuten in die Heißluftfritteuse. So, fertig. Sie dampfen noch richtig. Einfach und schnell gemacht. Super lecker.